Hallo und herzlich willkommen an den Monikuren da draußen. Ich bin Max Snake und es gibt wieder mächtig auf die Fresse mit Raketenvögeln. Wir waren im dritten Kapitel, wenn ich mich ganz irre. Das sieht richtig aus. Es gibt zum Jetpack-tion. Yay, also mit A feuern wir unser Jetpack. Yay, na dann mal los. Also, hier ist ein Alarm. Wenn ich sage, ein großer Alarm, dann ist es ungefähr genau dieses hier. Aha, da kommen sie schon, die bösen Dingsies. Was war denn nochmal? Albert, glaube ich. Aha. Moon ist meins. Klar, da fällt eben was von eben. Jawoll. Wo ist es? Ja, damit. Nee, ja. Ja, hab ich. Und hier gleich mehr von den großen Viechern. Viecher, Viech, Stirn. Kann eigentlich so schwer sein. Los. Bang. Genau. Das ist eben hier meins. Dann geht's weiter zum nächsten. Wo ist er? Den kriege ich. Na, warte. Aha. In meinem Leben. Und hier ist noch einer. Bam! Bam! In your face! So. Oh. Ramanu. Ein Elo Raketo. Na komm, das kriegen wir auch. Oh. Ah! Füße zu Raketen! Hilfe! Füße zu Raketen sind scheiße! So, aber damit dürfen wir alle. Füße zu Raketen sind scheiße! Und das schon erwähnt. Autsch, das gab ja jetzt mal richtig auf die Fresse. Na, das machen wir gleich nochmal. Wie? Oho. So. Ihr Drecksraketen, Helikopter, Dixies. Jawoll. Nicht richtig. All den. Nicht richtig. Nichts gegen machen. So, jetzt ist auch die Kette weg. Hervorragend. Habe ich mein Leben verpasst. Nicht so gut. Da gibt noch mehr. Jo, den brauche ich mal. Dankeschön. So, da unten ist der nächste. Nee, rechts. Aha. Schubst auf dich. Jawoll, so lob ich mir den. Jetzt? Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee, nicht mehr. Jetzt noch. Wir haben den Ausschuss mit den Maschinengewehre. Yay, gibt mir die Munition. Jeden Wochen diese Abseisen. Ballern wir sie halt einfach mal ab. Kostet die Welt. Zack. So, da ist noch die Moon. Sie nehmen von mir einen Gegner. Oh, doch. Der sieht mich dafür. So, hier kommt. Da hätte ich gerne. Da. So, ich bin gelandet. Das habe ich gut gemacht, finde ich. Falsche Richtung. Ich glaube, ich muss hier hin. So. Dann ab. Runter. So. Ah. Da geht's runter. Sehr schön. Das ist highly flammable und Langa. Langa ist es.
Und ich persönlich würde ja Raketen und Sprengköpfe im Allgemeinen nicht so an hochexplosiven anderen Dingen lagern. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Profi in solchen Dingen. So, hier, Pinguine. Albert, Posse, was immer ihr seid. Strunz und doof seid ihr hauptsächlich. So. So, den haben wir ja mal sauber kalt gemacht. Ich kann Y drücken. Alter. Damit hast du ihn nicht gerettet, wa? Ah, Alter. So. Reflüssige Vögel. Hahaha. Und ihr nutzt, hat es euch nischt. Weil euch Mr. Raketenküken hier schon mal wieder eiskalt umgeprobt hat. Ich will aber eure Munition haben. Ich denke, ich muss hier weiter. Aber nichtsdestotrotz, nun kann man immer gebrauchen. So, zack hier hoch, zack hier hoch. Dann laufen wir hier jetzt mal rüber. Was passiert denn da? Oh, nichts. Da ist ganz viel Munition. Rot, das sind hier die uns mit den Raketenrucksäcken. So. Weiter geht's. Die sehen ja schon so ein bisschen aus wie Nazis, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt hat das Ding natürlich ein Problem. Ich habe gerade den Captain erschossen. Und die Karte. Piep. Oh. Ich halte das für keine gute Idee, was ich gerade gemacht habe. Nichtsdestotrotz sind wir Rocket World Hard Boiled Chicken. Wir sind die Definition von cool. So, und hier ist ein Exit. Dann nichts wie Exit. Ah. Sehr schön. Wir haben einen Zeppelin gesprengt. Und deswegen, liebe Kinder, lagert niemals eure Bomben direkt neben euren Helium-Tanks. Das geht nie gut. Niemals nicht. So. Was haben wir denn jetzt hier? Chapter 4. Das ist wunderbar. Dann hoffe ich, dass euch das Chapter 3 schon Spaß gemacht hat. Ich verbleibe mit den besten Grüßen. Euer Max Snake. Und tschüss.